Ein blinder Gegner ist leichte Beute. Versuchen Sie den Befehl Schleichfahrt mit der Fertigkeit Augurndisruptor zu kombinieren. Ja, es funktioniert tatsächlich sehr gut. Mhm. Wenn man nicht gerade seine verbündeten Schiffe selbst zerstören lässt. Es gibt Dinge, die sind außerhalb meines Einflussgebietes. Du musst bedenken. Oh, was macht der Schiff... Knopf hier? Bam! Das Schiff war sehr weit entfernt. Es konnte nicht sehen. Ruhe in Frieden. Chosen of Rebo. Es konnte nicht sehen. Dass es ihm nicht gut ging. Oh. Ich wusste nicht. Eltern, was soll ein Nemesis Tessera? Es wusste nicht, was versenken bedeutet. Und es kann nichts dafür, dass es nur einen Tooltip haben wollte und aus Versehen auf den Knopf gekommen bin. Gut! Es gibt Unfälle. Unfälle passieren. Fehler wurden begangen. Nein, nein! Es hat kein Fehler begangen, das war ein Unfall. Nun. Ah, was kommt jetzt aufgestiegen? Jetzt kann man dem noch was dazugeben. Verbesserte Auguren, Eskortschiff und leichte Kreuzer. Identifizierungsreichweite des Schiffes um 9000 Einheiten erhöht. Davos kommt sowieso eine komplett leichte Flotte hat. Oder Abgaskühler. Das Schiff kann Manöver ausführen, ohne identifiziert zu werden. Man kann Turbo geben, ohne erwischt, ohne gesehen zu werden. Das ist nett, aber es holt mir irgendwas zu trinken. Jo. Navigationsschild ist eigentlich schwachsinnig, aber egal. Aber das damit kombiniert, das wäre natürlich schon richtig hart. Also entweder die Flotte sieht alles, trifft dementsprechend immer alles, was schon echt nützlich sein kann. Oder ausweichen, ohne sie sichtbar zu machen. Torpedos wird er nicht wirklich kriegen. Ich würde sagen, Sichtweite ist König. Jetzt müssen wir allerdings überlegen, wie wir hier vorgehen. In drei Zügen tauchen die hier auf. In drei Zügen tauchen die auch hier auf. Können wir diese Flotte soweit verstärken? Aber nee, wir werden hier die Dauntless Mark II erstmal runternehmen. Und eine weitere Mark I zu kaufen. Denke ich. Ah, das ist eine gute Frage. Okay, die Mark II zieht sie zurück, löst sie auf. Neues Schiff. Wir könnten dem natürlich noch zwei Defiance mitgeben, damit wir ein bisschen Zugriff auf Trägerschiffe tatsächlich haben. Aber in erster Linie wollen wir zusätzliche Dauntless haben. Und wie viel Platz haben wir noch? 88. 88 ist nicht viel Platz. Wir können eine neue Swordfregatte mitnehmen. Und eine weitere Falchion theoretisch. Platz ist immer nicht so viel. Der Feind wird da, glaube ich, keinen so großen Unterschied machen an der einzige. Wir müssen auf zwei Defiants gehen. Nein. Natürlich nicht. Wieder noch. Ruins ist nutzlos. Dann können wir aus Clauston bestellen. Firestorms sind, glaube ich, ziemlich gut eigentlich. Immer zum Jagen. Zwei Firestorms. Falchion kann aufgelöst werden. Und aus Demios Binary bestellen wir uns eine weitere Sword. Also ich denke, Voskamp müsste theoretisch in der Lage sein. Hallöchen Loki, du hast
nicht zu viel verpasst. Hauptsächlich. Nichts verpasst. Es ist nichts vorgefallen. Nichts passiert. Alles ist gut. Genau, du hast nicht verpasst, wie eine riesige, wie wir die ganzen Invasionen zurückgeschlagen haben. Du hast nicht verpasst, wie Luf eine Selbstzerstörung unseres eigenen Schiffes angeordnet hat, aus Versehen. Was hast du das? Und jetzt müssen wir gerade überlegen. Jetzt überlegen wir gerade, wie wir weiter voranschreiten können. Da würde ich vielleicht zwei Vanguards. Ach, die Gott, Vanguards, die kosten ja immer noch unglaublich viel. Dann haben wir immer nicht genügend für zwei davon. Dann können wir stattdessen gleich einen Strike Cruiser noch dazu kaufen. Einen mit Geschwadern würde ich schätzen. Einen mit Geschwadern würde ich zu noch schätzen. Nein, lieber nicht. Wir nehmen lieber einen Mark 2. Haben dann noch genug übrig, um hier noch eine. Oder? Macht's einen Unterschied? Was, wenn wir den Geschwadern mitnehmen? 38 Punkte. Nope, das reicht nicht. Gut, Mark 2. Und dann bestellen wir uns noch eine. Der Torpedo ist aber gut, dann nehmen wir lieber die Gladius hier mit. Oder die Nova. Ah, die Gladius. So, ich kaufe uns gerade unsere Spaceman-Flotten ein bisschen voller. Sechsundachtzig noch übrig und das geht dann auch in eine Gladius. So, dann müssen wir jetzt schauen, Luf, wie wir das machen wollen. Denn zum einen haben wir jetzt einen Chaosangriff auf Cardia in drei Zügen. Wir haben in drei Zügen aber auch einen Elder-Angriff auf Trionoras in Nemesis Tessera. Das heißt, wir müssen die Flotten, die wir haben, ein bisschen aufteilen. Ja. Ich würde sagen, wir schicken. In wo haben wir? Da, in Cardia. In Cardia haben wir. Nimmeres Tesser. Da haben wir keine Flotte, ne? Genau. Nein, deswegen müssen wir schon, wie wir die drei Flotten, die wir hier haben, in Exaltramino aufteilen. Oder wir schicken einfach aus Agrippina noch Schiffe mit. Wir können auch eine Invasion abreißen lassen. Niemals. Ausgeschlossen. Okay. Wir kriegen das schon aufgeteilt. Ich würde sagen, mit Chaos kommen wir wahrscheinlich besser klar. Also würden wir. Also können wir dahin wahrscheinlich ganz einfach die Fists schicken, um sich darum zu kümmern. So, okay. Fäuste. Und wir können in Kaide sowieso noch eine Raumstation aufstellen und Verteidigungsplattformen oder das auf jeden Fall im Halten. Und die anderen beiden Flotten gehen rüber und kümmern sich um die Elder, weil mit den Elder haben wir bisher die größten Probleme. Die schießen sie immer zu Klump. Sind halt so flink. Ja, und die haben so viel Feuerkraft nach vorne. Ja. So, des Weiteren. Ich denke, wir sollten eine Garnisonsflotte nach Arilla Bay abstellen, damit wir uns nicht mit den Piraten rumprügeln müssen. Da können wir die Salamander für hinschicken. Für den Moment. Jetzt können wir beide Flotten da hinschicken. In die Richtung. Okay. Genau, diesen einen Zug können wir noch und dann müssen wir die Mission machen. Ja. Bereit. Dann werden auch die ganzen Bedrohungsmaße zurückgesetzt, damit sowas nicht mehr passiert. Und dann geht das. Ja. Das sind drei Zügen. Ja gut, da haben wir sowieso alle Zeit der Welt. Erstmal nach Arilla Bay.
Und die können dann erstmal nach Albitan bleiben, damit wir sie nicht vergessen. Gut, dann. Ich werde mal die Strafkolonie hier noch auf. In Agrippina. Solange dies noch reduziert ist. Stimmt. Wir müssen die Reduzierung ganz gut nutzen. Ich werde auch die Agrarwelt hier mal auf. Wenn es reduziert ist, kann man es mal mitnehmen. Ja. Gut, gut, gut. Okay. Dann Spezialmission. Knapp vorbei. Ja, ich bin gerade hier am Schauen. Schiffen, die wir hier haben. Oder Möglichkeiten zu schiffen. Ich glaube, ich werde die Dominator hier durch eine Maße setzen. Jetzt aber wirklich mal. Weil es eigentlich der Plan war. Es hat die ganze Zeit eine Maß sein sollen. Betrachten wir es als Aufrüstung des Schiffs auf eine Maß. So. Und dann. Ja, wie du sagtest, wir können die Spezialeinsatz im Ulfo-Sektor machen. Genau. Ich mache jetzt meinen Schlachtruf. Auf Hochadmiral Dranks Befehlen muss Admiral Spy eine leicht verteidigte Chaos-Raumstation im Ulfo-System tief im Agrippina-Sektor zerstören. Nur leicht verteidigt. Das ist immer so eine Aussage, wo man direkt skeptisch sein muss. Ja. Okay. Kümmern wir uns darum. Weiter geht's mit der Story. Ich glaube, wir müssen künftig nicht mehr Aufbausimulator spielen. Jetzt, wo wir ordentlich Geldreserven haben und eine vernünftige Ökonomie aufgestellt haben. Sind keine Orden, das sind Geldreserven. Es ist mehr als die drei, die wir sonst übrig hatten. Aber wir könnten mehr haben. Wir werden auch mehr haben. Okay. Aber ich denke, wir haben die beiden großen Sektoren erstmal. Lassen wir die Galaxie nicht im Stich. Nein, wir lassen die Galaxie nicht künftig nicht weiter im Stich. We have the battle station in sight, Admiral. Just where Lord High Admiral Drang said it would be. But the defenses. That can't be right. I need data, Commodore. Not panic. Genau. Sorry, sir. Drang projected light defenses, but there's a whole armada waiting for us. Confirmed, Admiral. Auspex arrays report full and accurate function. They were warned. There can be no other explanation. It seems we have a fight on our hands. So kann man es formulieren. Camembert, Macaroni, kommt her. Zwei. Ach, willst du das Minischiff auch nehmen? Ja, nimm dir ruhig auch eins der. Oder soll ich beide Fregatten nehmen wieder? Genau. Welche hast du diesmal? Ich hab wieder den Depth Collector gekriegt. Okay. Dann wie üblich. Für den Notfall 4. 5. Spring bitte deine Fregatte diesmal nicht. Spring bitte meine Fregatte diesmal nicht in die Luft. Festhalten für den Anfang. Schleichfahrt. Ich versuche es. Nur weil sie leer geeinsert wurde. Oh. It will reach our location in approximately one minute. It'll strip our void shields. Not just ours. Magos, is there anywhere we can seek cover? There is a high probability that the asteroid or the gas cloud will provide the protection we seek. Okay, Wir haben eine Minute Zeit. Die Zeit können wir nutzen, um die Gaswolke nach vorne hinzugehen. Oder wir bleiben hier drin. Und du kannst ihn mit der Nova-Kanone schon mal weich kloppen. Yes! Viele Eskortschiffe. Die sind ziemlich weit außer Reichweite. Ja, die kommen aber in der Zeit noch. Die werden auch vor allem ihre Schilde verlieren. Im besten Fall, wenn sie von der Eruption mit erwischt werden. So, stoßen Energiewellen aus, die massive Störungen in den Schildgeneratoren verursachen und Brände einfachen können. Sonneneruptionen können vorhergesagt werden und erscheinen 60 Sekunden bevor diese stattfinden ein Signal. Solange das Schiff innerhalb einer Sonnenwelle bleibt, wird dessen Schildwert aufgehoben und regeneriert sich nicht. Schiffe, die von einer Sonnenwelle getroffen werden, erleiden automatisch 4 Brände und alle drin befindenden Geschwader werden sofort zerstört. Schiffe, die sich innerhalb von Asteroidenfeldern und Graswolken befinden, sind nicht von Auswirkungen betroffen. Und Elder, soweit ich weiß, auch nicht. Schön. Ja, von der Zeit würde es nicht mehr reichen, da anzukommen. Hast recht, Loki. Aber ja, die Dinger sind wirklich schön. Die Effekte in dem Spiel sind einfach so gut gemacht.
Heading acknowledged. Nein! Retros. Ich dachte, Retros werden noch gezündet. Ich wollte die Schiffe nur ausrichten. Burn Retros! Ich wollte ihnen ein paar Melter-Torpedos entgegenschicken zum Wachmachen. Okay, die da werden gleich einfach alle brennen. Sobald ihre Option uns vorbei ist, können wir direkt losziehen weiter. Okay. Und sobald ihre Option weg ist, kannst du direkt Nova-Kanonen gleich auf die Schweine draufschmeißen, denn die werden sich von ihren Schilden richtig hart verabschieden dürfen. Oh, ich hab direkt was angezündet. Und guck dir an, was da angerichtet wird. Oh. Okay. Wir können zum Angriff übergehen. Ship ready. Okay, das verbrennt einfach sofort komplett. Changing course. Ship ready. Ah, guck mal, was ist da? Underway. Die verbrennen gerade einfach. Die Sonneneruption bereinigt das einfach komplett. Course engaged. Außer das da vorne. Siehst du das? Understood. Ah, sehe ich mehrere. So, Nova-Kanone. Aye, Admiral. Blub. Du bist noch Retros, okay. Und darüber. Eine schöne Plasmabombe auf die Entfernung zünden? Nein. Oh, die Torpedos haben gesessen, da geht der Plasmabombe hin. Heading acknowledged. Ich scanne mal kurz mit deinem Schiff. Ja, ganz klar. Ship ready. Coordinates acknowledged. Guck mal, der verabschiedet sich von seinem Moral. Course engaged. Your orders? Assault crews, report success. So, der ist weg. Changing course. Nova-Kanone ist wieder bereit. Bei wird gerade wieder beschossen. Am besten nach hier, genau. Reparatur, Torpedos. Da wird einfach gerade was gelöscht. Da wird einfach alles gelöscht. Da sind mal einen hier hinten drauf. Achso, der hat schon geändert. Genau, stimmt. Der hat seinen Blitzschlag gemacht. Und dann in dem Fall hier. Sehr gut. Du fühlst dich lustig, was? Festhalten Sie dran? Okay. Aus dem Weg. Keine Überlebenden. Ich wollte gerade entern, aber dann habe ich gesehen, sowieso explodiert ist, also warum damit befassen? Hinter uns ist ein Schiff. Tatsache. Vor uns ist auch wieder ein neues Schiff erschienen. Okay, wir werden erfahren, wenn die nächste Eruption kommt. Sehr gut. Einmal kurz was scannen. Oh, das ist gut. Heal thy wounded servant. Aus Ball geht's ja nicht gut. Da, hinter mir, da. Komm schon. Understood. Troop transition successful. Fuck. Repariert die Torpedos und schickt sie los. Changing course. Troop transition successful. Feuer da drauf. Understood. Engaging. Ihn hat sie übel erwischt.
nachladen. Bayer hat wieder ein paar. Oh. Ja, wie immer. Ist gut. Ja, er ist in keinem guten Zustand. Ja, mein Ding, mein Mechanical Schiff geht's auch nicht besonders. Ah doch, die haben noch. Halt, Retros. Feuer da drauf. Okay, Spire bleibt erstmal im Nebel, bis er sich reparieren kann. Retros entladen. So, okay, das kriegen die hin. Schiffe, die das zurück. Erstmal wieder ein bisschen sammeln. Ja. Reparatur, damit die Schilde wieder hochkommen. Oh, klappt. Okay, die Station ist weg. Sehr gut. Ja, wie hab ich's grad? Ich zieh Spire zurück zu uns mit Hilfe von einem Mikro-Warp-Sprung. Bring unsere Schiffe damit gewissermaßen an einen Ort. Oh ja, Sonneneruption. Ja, wir sollten definitiv in den Nebel zurück. Ja, deswegen. Ist Gott dabei. So. Retros sind gezündet. Dreh um. Komm schon, Web Collector, du schaffst das. Ha. Heading acknowledged. Okay, so. Du gehst auf Aufschalten. Feuer setzt da drauf mit deinen Türmen. So, langsam, aber sicher, drehst mich jetzt um. Ship ready. Du kannst einfach Retros zünden und dann die Richtung drehen, dann drehen sie auf der Stelle. Mach ich schon. Ach gut. Spire kann auch auf Aufschalten gehen. Sollte er auch, er soll nicht mehr direkt in den Nahkampf gehen. Dein Schiff hat halt ordentlich geblutet. Ja, der ist weg. Sehr gut. Vortrefflich. Ich liebe diese Solar Flares. And the battle station. Inert. I estimate no significant operations have been conducted here in some time. Es war so eine Falle. Ja. Yep. Genau. Es waren übrigens Alpha Legion Schiffe, gegen die wir gekämpft haben. Wirklich? Ja. Glaube ich. Das würde auch klären, warum diese Falle war schon wieder. Dumm-ti-dumm. Okay. Feindliche Armada unbekannt. Bereinigt. Admiral Spire. Inquisitor Darkhammer. Your reputation precedes you, my lord. As does yours, Admiral. And not all of it is as flattering as you might wish. Still, these are desperate times, and I have little choice. Lord High Admiral Drang is dead. Oh. Dead? You are certain? I placed the shot with care. Drang was a traitor, an agent suborned by the thrice cursed Alpha Legion. God damn it. He played us all for fools, and you more than any, Admiral Spire. His command is yours, his rank is yours. I'm sure you will prove your loyalty, one way or the other. Auslöschung! Auf Hochadmiral Drangs Befehl musste Spire einen Leuchtdiagon haben gebracht. Und wir sind Stufe 7 geworden. Fresh. Nice. Wir können weitere Mechanicus-Wörter kriegen. Umso fresher. Wir haben 3 Schlachtpinnen erhalten, 400 Ressourcen und 1000 Ruhmpunkte. Nee.
Solares Ungleichgewicht. Ab sofort kann in Kämpfen das Sonneneruption-Event stattfinden. Am besten kommt das aber auf einer Karte, wo einfach überhaupt keine Nebelwolken sind. Rang 7. Wir können jetzt Panzerkreuzer kriegen. Oh ja. Genau, die können wir jetzt auch kriegen. Führung ist gestiegen, wir kriegen Upgrade-Punkt. Sekundärziel Eskorte. Während der Sekundärmission Eskorte müssen sie mehrere Transporter beschützen, bis sie das feindliche Einsatzgebiet verlassen können. Wenn sie Transporter erfolgreich eskortieren, erhalten sie für jeden Transporter 100 Ressourcen. Nein. Meistens funktioniert das ganz von ganz alleine. Nein. Du musst auf Schließen drücken, Luft. Drück auf Schließen. Nein. Hi, Admiral Spire. I have need of you. At your command, my Lord Inquisitor. I have reviewed your record, replete with commendations from heroes such as Commander Dante and Captain Abradal. I cannot help but be disappointed. Your stewardship of the Agrippina sector leaves much to be desired. My agents have uncovered a mountain of false reports. Hey! They conceal evidence of Xenos slave raids on isolated outposts and fringe worlds. No officer under my command would... Let us hope not. But you will put an end to this travesty at once. Prove yourself worthy of the office entrusted to you. Purge the Xenos from this sector, High Admiral. Klar. Kein Problem. Ende der Ernte. Inquisitor Darkimer hat unglaublich viele falsche Berichte von Verräter Drang aufgedeckt, die Angriffe der Xenos und solche aus dämonischer Herkunft in Agrippina-Sektor zu verschleiern versuchten. Er hat daraufhin den neu ernannten Hochadmiral Spire darum gebeten, die Drukhari-Plünderer zu vertreiben, die in Randwelten des Agrippina-Sektors ihr Unwesen treiben. Schließen Sie Sondereinsatz im Amistel-System des Agrippina-Sektors ab. Schließen Sie Sondereinsatz im Albiton-System des Agrippina-Sektors ab. Wir haben jetzt zwei Sondereinsätze. Wie viel... Das heißt, miau, bis es aufgewacht. Man kann zweimal zurücksetzen? Ja. Nein, Luf, wir haben aktuell nur den Agrippina-Sektor. Wir werden jetzt hier nicht auf Ideen kommen. Wie viel kostet ein Exorzist? Ah, viel. Mehr Platz, als wir hier aktuell haben. Katze, ja, Katze. Flauschig. Schmusen, ich weiß. Ja, 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 ist gut. Katze. Katze zufrieden. Katze sitzt auf Schoß und schnurrt. Nun. Wir haben Zugriff auf Panzerkreuzer unter anderem. Und einen Upgrade-Punkt. Ja. Panzerungswert des Schiffes wird um 2 erhöht. Kurze Distanz. Abklangzeit von Befehlen und Stellungen werden um 10% reduziert, ist glaube ich ganz gut. Vor allem gilt das schon für Schiffe der Stufe 1. Also wähle ich das mal. Gut, zusätzliche Mechanikos-Flotte, die wir in Cardia wahrscheinlich aufstellen können. Adeptus Mechanicus, wen haben wir denn da? Wir haben jemanden in ihrem Sturmgerät. Kastellan-Roboter. Kulix und Molchenmörder und Augurensonnen. Das ist jetzt nicht so großartig.